Moin, moin, ihr Rohkostliebhabenden Verrätermütter und willkommen zurück zu Battleblock Theater mit dem Otter. Mit dem Otter und dem. Ja? Giant oder? Ja, ne? Giant. Das ist geil, genau. Ja. Die Frage ist nur, wer ist wer von uns beiden jetzt gerade? So, und ihr seht ja hier den Charakter. Ich würde ja mal sagen, ich lasse da mal eben die Ottine spielen. Achtung. Hallo, Giant. Hallo. Okay, Moment, ich lass mal den Gerard spielen. Ja. Nevermind. Darf ich dich in meine Liebeshöhle entführen? Ja. Komm mal mit. Hallo, Giant, da wären wir. Hier kannst du alles kaufen, was das Herz begehrt. Gott, ja, da krieg ich doch schon zu viel vom Otter, ey. Du musst nur deine Edelsteine ausgeben, Giant. Die kannst du alle hier hineinwerfen. Einfach nur Y drücken. Warte mal, ich hab schon alle, oder? Ja. Ja. Hast du auch schon alle Waffen aber nicht hier mehr oben, alle. Oder was? Cool, gleich. Kann sein, dass du alle hast, aber alle Taschen im Schrank hast du nicht mehr. Ach, schon lange nicht mehr. Das ist ein intelligenter. Würdest du mir noch ein Küsschen da lassen? Na, nee. Okay, ja, bist auch ein Unsympathischen, fand ich schon immer. Mhm. Ja, dafür umso erotischer. Ed Pübi ist auch noch dabei. Ja, bin auch noch aus Fredrubi, ne? Ich hab hier gerade noch was bekommen. Das war ein Kelper, glaube ich. Also, ich hab hier gerade noch was bekommen. Ja. Den will ich mal ausrüsten, sah dumm aus. Ich jetzt persönlich relativ blöd. Da, ein Frosch habe ich hier. Ach, den hast du auch schon, ne? Ja, da kann, glaube ich, laufen eine Weile lang und explodiert dann. Ach, echt, ein Frosch kann laufen? Okay, ich wäre zu viel, ne? Geht das tatsächlich? Das ist ja mal nicht so dumm, ey. Was gehst du denn nach rechts, wenn wir nach links müssen, Mann? Weil rechts besser ist. Hä? Ich spiele schon genügend Left 4 Dead, ist genügend links. Boah, war aber dann lustig. Ja, ist ein Scheißspiel. Ah, das sieht geil aus, oder? Ja, finde ich nämlich auch gerade. Vor allem, weil ich hier einen weiblichen Charakter habe. Oh, das funkelt. Ich würde mir das gerne um meinen Hals hängen. Ja. Na, kannst du mir auch Edelsteine bieten? Ich würde dich dann heiraten. Komm her jetzt, ey. Ja, so, nein. So nicht. Meine Haut! Das ist doch weg! So, ja, Jim. Ich krieg halt echt noch zu viel mit dem Otter, ne? Warum denn? Findest du mich nicht clever? Nee, eigentlich gerade nicht. Das ist ein großes Gegenteil, aber das ist mir eigentlich gewohnt. Findest du mich nicht intelligent? Erotisch ja, aber intelligent, ne. Ich bin ja wirklich rotig und nicht er. Ah! Ja, ich war da dumm. Ja. Du hast sie gerade getötet, jetzt ist er weg. Na, zum Glück. Das war eine gepresste Muschi, war das. Giant, das ist doch. Ja, du musst. mach das mal da rechts drauf, Junge. Du hast einen IQ von einem Hasentier. So. Schnell, Giant. Mach es zurück. Nein, Giant. Lass ihn nicht runterkriegen. Okay. Und jetzt, was bringt das jetzt? Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück, weil da irgendwas aktiviert wurde, denke ich mal. Nein, falsch. Ich sehe schon, was wir machen müssen. Hier. Tada. Ja, genau so. Und jetzt? Aber was bringt uns das? Achso, da ist, ich sehe schon, ja. Dahin. Ah. Ja, manchmal ist er ein schlauer, ne? Manchmal braucht man zwei Steine, um zu überleben, Giant. Von Jan Tenner? Was für ein Tenner? Was hast du gesagt? Du bist kein Rocket Beans Fan, ne? Okay, warte mal. Ne, ist scheiße. Komm. Yeah. Bah. So. Wo kamen denn die Steine raus? Ich glaube, wir hätten das Boot vorher woanders hin fremseln müssen. Ich sehe schon, du bist hier. Ja, jetzt können wir uns den Dingsbums nicht mehr holen. Ne? Also, du siehst ja gerade meinen Gesichtsausdruck vom Charakter. Das kommt ungefähr gerade hin. Ja, meiner nicht so ganz. Ach man, ich will das haben. Das ist echt nicht so gut. Hätten wir vorher sehen müssen, glaube ich. Ja, du. Du bist für sowas zuständig. Ich bin generell. Ist schlau, oder was? Hä? Ja, gut, na du gut, willst ja nur die Diamanten. Oh, das funkelt, ja. Würdest du mich als eventuell. Würdest du mich vielleicht jetzt ganz ehrlich als dumm bezeichnen? Ja. Würdest du mich wirklich als dämlich bezeichnen? Ach, Mensch, warum das denn? Was ist eigentlich für ein. Ah! Was ist eigentlich für ein Vieh da oben? Ja, das ist der Riemenpieper. Ach, der ist es. Okay. Mhm. Ich dachte, das wäre eventuell. Achtung, Steinbär Palara. Frupp, frupp, frappi. Lass ihn mal da hochgehen.
Na, dann lass ihn mal. Oh, der ging daneben. Ja, fast. Aber ist doch egal, ob wir ihn töten oder nicht eigentlich, oder? Ja, ja, aber wir brauchen den Stein wahrscheinlich für irgendwas anderes, was da noch kommt. Scheiße. Das ist richtig. Daran habe ich natürlich nie gedacht. Ja. Nicht mal 10 Sekunden, wenn ich ehrlich bin. Das war natürlich wieder große Weltklasse. Das ist richtig. Das auch. Ah, kann man doch K.O. hauen hier, den Kollegen. Nee, ja. Warte auf, jetzt mache ich das hier göttlich. Achtung, ouch, der war dumm. Ja, nicht ganz. Das war ungefähr... Ja, ungefähr dämlich. Ungefähr. Ja. Yeah. Mensch, Schein, was soll denn das? Mach den doch mal platt, wie man den Kuchen backt. Kann man den echt nicht wegpillepeisern? Ja doch, der ist dann kurz so. Und dann... Aber dann kommen wir trotzdem nicht darüber, ne? Yep. Dies ist nicht so ganz funktionell. Muss man denn überhaupt darüber? Ich glaube nicht, ja, oder? Das ist die Frage. Lass erstmal weitermachen. Ich glaube nämlich nicht. Wahrscheinlich muss der irgendwo da hinten hin. Ja klar, Logo. Wenn die ganzen Förderbänder da in die andere Richtung gehen, denke ich mal schon. Aber mach du da mal weiter. Ich schau mal, ob ich hier noch was hinkriege. Der Gigant ist nie entspannt, hat sich seinen Sack verbrannt. Gabada! Jetzt ist er echt dumm, ey. Hier brauche ich dich, damit ich da oben dran komme. Da kriegen wir auch nochmal einen Stein gebalbt. Okay. Na, hier musst du hin. Hier. Auf das Ding. Achso, ich kann's auch so machen. Ja, ich bin dumm gewesen. Daran habe ich nicht gedacht. Das ist ein Song, ne? Da wirst du direkt wieder grantig. Willst du direkt selber als Refrain verwenden am liebsten, Refrain. Weil das so schlau ist. Naja. Badababababeiser. Oh, jetzt musst du da einmal runter, bitte, in den Teleporter. Oder hast du einen Stein da reingeworfen? In welchen denn? Achso, da hinten. Okay. Unten links. Oder was passiert, wenn du da reinspringst? Will ich nur mal wissen. Ah. Ja, geht. Der war gar nicht so unschlau, ne? Ja. Yeah. Wie jetzt kann man dich mal umbringen? Stein auf jeden Fall. Dreieck. Und zack, gepoopt habe ich. Mhm. Achso, warte, hier. Das kam noch gar kein Checkpoint, ne? Ach, komm her. So. Also ich kann ja, wie soll ich da jetzt hinkommen, ist die Frage. Geht das nicht mit? Mit Dreieck oder was? Du hattest noch keinen Checkpoint aktiviert. Ah, doch, jetzt geht's. Ja, eben ging's nicht, deswegen dachte ich. Ah! Ich dachte, da musst du meinen Kopf benutzen, wir müssen, einfach. Nee, wir müssen hier einen Stein hinkriegen. Oh ja, stimmt. Das ist der da unten rechts, den musst du da unten rechts rein. Ah, ich sehe, ja. Also hat es doch was mit dem auf sich. Wir könnten auch ins Ziel jetzt schon gehen, aber das wollen wir nicht, ne? Nee, wenn das schon 5 sind. Ah, könnten wir auch gar nicht, weil wir noch nicht genug haben. Man braucht ja mindestens 3. Ah, wie geht das denn? Wenn ich jetzt reinspringe, geht's nicht, siehst du? Ich kann nicht ins Ziel. Ja. Aber irgendwie. Kannst du dich mal anstrengen? Mach ich immer beim Kacken. Echt, bei mir geht das auch ohne Anstrengung. Ja, warte, ich versuch das mal eben. Ah, ich komm mal mit. Das ist besser, wenn wir da 2 haben, glaube ich. Natürlich. Du. Nicht du. Du, dann bin ich nervös, weil du so hübsch bist. Das geht doch so nicht. Da kommt aber auch Mensch, rein, was soll das denn? Da kommt doch wieder der Badababababadabeiser. Bist du da neidisch drauf auf den Refrain? Der Refrain ist schon ziemlich gut, ja. Badababababadabeiser. Lass mal bitte wirklich ein Lied damit machen. Dann kommt am Ende jeder Strophe. Hast du mal den Hasen steif? Hast du mal einen Peiser? Da machst du einfach Badabeiser. Slava Sandrei. Oh. Also ich glaube, das Level ist ein bisschen, naja. Mies. Ne? Wenn du weißt, wie ich meine. Ja. Ah, guck mal hier. Ja. Ach, da hast du ja geschafft, wa? Da war er mal ein Schlauen zur Abwechslung, wa? Ja. Boah, jetzt dreht er durch, ey. Du warst grad dümmer. Na, ist heute schon Nougat gefressen? Das war mega dumm, aber auch ein bisschen schlau. Ich bin persönlich die Alte von der Nougat-Polizei. Und ich sage zum Frühstück öfters mal Ei, Slavasan. 3. Oh. Hä, warte mal. Würdest du mich genackt betrachten? Eigentlich schon. Da musst du einfach... Pille flach. Ja, hier, ich muss den hier hin. So, jetzt kannst du. Ja, okay. Badabeiser.
dabei, also nenne ich die Folge, wenn ich dran denke. Denke ich wahrscheinlich eh nicht dran, weil ich ein Schweinehirn hab. Karius und Baktus, die schissen in den Wald. Da war es dann bei Nacht auch ganz besonders kalt. Bei denen müssen wir jetzt... Hm. Aua! Irgendwie komme ich da nicht... Ah, jetzt, okay. Ich töte mich immer selber mit den Steinen. Der Weisen. Der war dumm. Mach mal hier. Na okay, oder so geht auch. Hm. Bist halt doch schon intelligenter als ich, man merkt's immer wieder. Hm. Ah, jetzt... Badababab dabei. Schnapse dir! Ja! Geil. Dass wir das Level noch schaffen, hätte ich auch nicht gedacht. Badababab dabei ist er. Ich wollte es mir gerade verkneifen, aber es war schwer. Da hast du heute Nacht noch einen Ohrwurm von, wenn du wieder träumst. Mhm. Ja. Da träumt der Giant schön von asiatischen Unterleibern und dann... Ja, perfekt abgerundet dann. Schmeche mal schön aufs Brot. Das Teil. Dann kannst du klicken, du. Klicken? Knicken. Achso. Mhm. War gerade schon wieder bei deinem MySpace-Account. Was? Ah, nee, MyVideo war es, ja. Ah, MySpace hattest du auch, oder? Denke ich mal. Mm-mm. Okay. Warte. Aber du, weil du ja ein sogenannter Musiker bist. Ja, das ist richtig. Ich hab da ja sogar noch aktuell. Ist auch schon seit 2006 oder so außer Betrieb. Aber mal, wenn ich jetzt springe und, ne? Warte. Nee, okay, dann. Yeah! Ich hatte generell früher... Oh, komm mal da. Ich war früher, wo ich weiß nicht, wie alt ich da war. Auf jeden Fall noch ein junges Ottertier. Da war ich immer in 1000 Foren aktiv und auch so richtig dumm war ich dann noch. Wenn ich mir, ich weiß größtenteils noch meine Accountnamen, das waren immer andere Namen. Wenn ich mir die heute so angucke, ist das ganz schön peinlich, wie dumm ich da war. Warte, ich helfe dir mal, So, jetzt. Müsste es eigentlich klappen. Nee. Das Vieh ist geraffelt. Ah. Oh, warte mal, genau. Spring mal nach oben, so lässt du dann von dem, dass du da an diese Dinger da dran dotzt, weißt du? Nee, du machst das. Ja, ich nehme das. Oder so. Ja. Na, Alter! Verdammte Axt! So, ich geh schon mal weiter, ne? Ich brauch dich nicht. Badababababeiser. Badababababeiser. Bist du einmal heiser? Badababababeiser. Heißt der. Achso. Herr Hans Meiser. Badababababeiser. Ist doch der Hugo Egon Balder. Der kommt sicher als halber. Was ist kälter als ein Furz im Schnee? Pimmel mit Klee? Ne, eine eisgekühlte DVD. Scheiße, stimmt ja. Und wer ist drin? Der Riemenpieper? Nein, heller von Sinn. Ach Gott, ey. Jetzt dreht er langsam durch, der Otter, glaube ich. Du hast angefangen. Das ist richtig. Ja. Badabababadabaiser. Vielleicht kommen wir übrigens mit dem Schiff dann nach Panama. Müssen wir mal ausprobieren. Oh, wie schön ist. Ey, wie du dann noch richtig, wie dann noch so Leute voll... Das alles, also wie Leute da in YouTube danach suchen und dann auf dein Video treffen, ne? Haben doch schon voll viele drunter geschrieben. Ja, ja, hab ich auch schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Lachkrampf bekommen. Und alle sind genervt, weil wir denen die Kindheit versauen. Weil wir über deren Lieblingsspiel herziehen. Ja, gut, einer hat mir ja gesagt, also, wie es weitergeht. Das heißt, vielleicht machen wir demnächst nochmal. Vielleicht nehme ich den auch demnächst nochmal beim Nacken. Ja, du hast zumindest recht gehabt, das war auf jeden Fall mit der Obstfrau. Ja, aber was genau muss man da machen? Das ist mit der Obstfrau war klar, aber... Das wirst du ja dann sehen, wenn wir das vielleicht nee, irgendwann nochmal anpacken. Sonst bleibe ich hier stehen. Naja, kannst du machen. Badababababeiser. Wie geht's eigentlich weiter? Und der, der das geschrieben hat, den werde ich erstmal schreiben, dass er dich blocken soll. Geh mal da hoch und schnapp dir mal den Gem. Ich sehe keinen. Da rechts. Ja, wie krieg ich den denn? Achso, dachte, der kommt von da. Oh, warte mal, okay. Ich seh's. Komm mal her, kleiner Egina Otter. Oder wie auch immer der Typ heißt, wenn man Otter eingibt auf YouTube, der da die Musik macht. Ich weiß, so. Was du meinst. Ja, auch Kaufwaren drauf wie im Tier. Da hat er nochmal zugeschaut, das Schweinchen. Ich hab vergessen, einfach mal Help zu drücken, da denke ich nie dran, dass das geht. Brauchst du Help, brauchst du Kelp. Oder erstmal da das Ding. Ja, der Fan ist ja an. Schisse. Ja, machen aus. Ja, wie denn? Den kann man ja, ja von den oben kann man halt, nicht ne? ausmachen. Nö, das ist doch Eis. Eis kriegt man nicht kaputt. Da muss man irgendwo... Obwohl, nein, genau auf den nein, Schalter. Nein, vielleicht muss man hier irgendwo, weißt du? Schisse. Ah, ne, warte mal, ich glaube, ich habe... Vielleicht auch hier oder so?
Nee. Der kann dich vielleicht nach hinten pillepeisern, oder? Dachte ich auch gerade. Warte. Mach mal an. Warte. Nochmal aus. Ja. Mach jetzt an. Nee, er geht. Genau auf den Schalter. Vielleicht ist hier irgendwo so eine Passage, durch die man durch muss. Weißt du? Oh, jetzt sind wir clever. Sieht aber nicht so aus. War ich nicht ganz so clever, wie ich dachte. Ne? Ja! Ja, klar. Nee. Oh, ist mir egal. Lass den einfach da liegen. Scheiß auf den dummen Stein. Okay. Wir sind ja hier kein 100%-Holer, ne? Exakt. Aber wie das kommt da oben bin ich schon gerne. Ich auch. Oh, warte mal. Vielleicht. Warte. Moment. Wenn ich das hier aktiviere, vielleicht ist es ja der hier. Stehst du? Was? Ah! Wie ich halt hier nicht hochkomme hier. Du bist aber gerade ein bisschen garstig. Komm ich da nur nicht mehr so richtig. Ah, das wird ein Millimetersprung. Ich hasse das, nur, da bin ich auch schlecht drin, muss ich mal gestehen. Also ich bin ja generell eigentlich ein Pro in so Sachen. Ein absoluter. Nur bei sowas nicht. Nee. Sonst muss ich es gleich mal den Giant versuchen lassen. Okay. Pressure is on. Ah, war schon mal nicht schlecht. Nee, einen muss ich noch machen. Na. Einen Haufen legen. Das kriegen wir noch, das kriegen wir noch. Ich muss gleich einen Haufen legen, du. Code am Haufenbein. Einen noch, ein Versuch noch, ja? Okay, gut. Ah, wir kriegen das heute noch. Kann man da nicht direkt drüber? Nee, geht nicht. Ja! So kenne ich den Egina Otter. Da applaudieren sie auch im Hintergrund. Und der Giant platzt vermutlich. Na, ist der Tag-Team quasi hier, solange hier kein Hut ist. Ach so. Ich hoffe, dass jetzt einer kommt. Aber irgendwie so das Gefühl, ehrlich gesagt. Regina. Zwei übersetzen. Wo ist der Kitzler hin? Nicht Regina, Egina. Heißt der Typ. Ach so. Aber er ist ja eine Frau. Die Regina. Regina Rafflick. Ist die aus Game Dev Tycoon? Nee. Hey, nee. Auf Game Tycoon 1.5. Ach, Entschuldigung. Game Dev Tycoon ist nämlich sogar ein gutes Spiel. Ja, stimmt. Warte. Gib mir mal deine. Urlaub, dein Glied. Das können wir eventuell verschmelzen lassen. Beim Scheißen zu. Sie war ja gar kein Skunkapu. Achso. Allerdings, du weißt nicht, was Skunkapu ist, ne? Nee, oder? Wonach könnte es sich anhören? Das weiß ich gar nicht, deswegen frage ich danach. Nach einem Pokémon! Echt? Ja. Oh Gott. Vierte Generation oder was? Weiß ich nicht, aber gibt's auf jeden Fall. Das Stinktier. Das einzig Neue, in Anführungsstrichen, was ich noch kenne, ist auf jeden Fall, dass das so aussieht wie ein Dings. Wie eine Menora oder wie eine Kerze. Heißt ja, glaube ich, auch Candle oder sowas. Das ist so beklopptes Teil, ey. Meinst du den Scheinwerfer? Oder nicht so also ein Kronleuchter? Ja, genau. Was ich, war nicht die erste Form irgendwie eine Kerze? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Edition ja auch nie selbst gespielt, weil. Weiß nicht. Da habe ich ja zu viel bekommen, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, ey. Ja, ich krieg oft zu viel. Zum Beispiel, wenn man hier noch keine Edelsteine gesammelt hat. Alter, jetzt sind wir wieder am Anfang, toll. Ja, das ist. Sind wir am Anfang und haben keine Edelsteine. Und die beiden Dinger da in der Mitte sind weg. Obwohl, ich glaube, das geht so, ja. Okay, hier ist einer. Man braucht mindestens drei, um weiterzukommen. Mhm. Ja. Okay. Ah ja, okay, damit der andere durchkommt. Murat! Ja, was ist? Wird dann auch ausländerfeindlich hier, ey. Ja, du weißt ja, ich, ne, weil ich noch nie tat mit denen. Ja, weißt du, ne? Ja, der Otto hat mir mal sein Herz geöffnet und ein paar andere Sachen. Und dann war direkt die Verbindung weg danach. Insider sind gut, vor allem wenn die Zuschauer keine Ahnung haben, worum es geht. Ja, es macht Spaß, über Dringen zu erzählen, wo die Leute dann keinen Plan haben, wovon wir reden. Ja, ja. Ihr kleinen blöden Zuschauer, ihr habt keine Ahnung, ne? Also meine sind die besten. Ihr kleinen blöden Zuschauer, ihr habt keinen Plan, wovon wir reden, ne? Oh, da tut mir aber leid, jetzt. Da tut mir ja leid. Habt da keine Ahnung, wovon wir reden. Oh, ihr armen Zuschauer. Du könntest einen Bösewicht in Doctor Who, glaube ich, synchronisieren, ey, mit der Lache gerade. Ach so. Ja. Also ein Bösewicht in Barbie oder so, viel mehr reicht da. Kenn der alte Stutenhengst. Barbie und der Nussknacker. Oh ja.
im Fernsehen. Die ist definitiv eine Nussknackerin, ey, die Kollegin, wenn sie mal sauer ist. Konntest du das auch nicht verstehen, wenn auf Super RTL auf einmal Barbie-Filme kamen? Weißt du, diese animierten Dinger, oder was? Ja, hab ich nie geguckt, aber es kam halt. Naja. Da war der Abend auch kaputt, ey. Vielleicht hab ich ja doch geguckt. Warst du ein Fan vom Nussknacker, wa? Ja. Ah, scheiße. Gib mir den Ken, gib mir deine Barbie. Wusstest du, dass ich Ken bin? Wirklich jetzt. Ah, That purple stuff. Nussknacker. Babyborn. Das war auch eine Werbung, ey. Da habe ich mich immer drauf gefreut, wenn die kam, ey. Kennst du noch den Pippi, Max? Das war auch so bekloppt, ey. Das Vieh wollte ich immer haben. Meine Mutter hat mir das nicht gekauft. Das hat ein bisschen. Kennst du noch den Kackeldackel? Das Ding gab's echt. Ich weiß nur, dass eine Pippi Max Werbung. Da gab's doch immer so einen Song. The Pippi. I want the Pippi Max oder so, ja. Ja, genau. I want the Pippi Max. Mega dumm. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Das oder der Kackeldackel, ey. Ja, immerhin gab's früher tolle Spielzeuge, ne? Ja. Naja, toll ist Auslegungssache. Also ich hatte sie nie, aber wollte sie auch nie, ehrlich gesagt. Ich hatte es auch nicht, leider. Ich wollte es aber. Kennst du auch noch Action Man, den größten Held in deiner Welt? Sagt mir gerade was, ja. Aber ich kann es gar nicht zuordnen. Das war der Boss gewesen. Okay, wir haben jetzt schon die Zeit voll, ne? Ja, 20 Minuten wieder. Ist das schön. Geil. Dann kann ich mich jetzt endlich vom Giant verabschieden. Oh, ist das schön. Ja, wir können uns auch mal schön entblößen. Dann spielen wir noch eine Runde mit Pippi Max. So ein Ding will ich echt mal haben. Mit so einem Teil musst du mal durch die Stadt laufen. Ey, gutes Game für einen Tabletop-Simulator. Was, Pippi? Hä? Was? Ja. Bist du den ganzen Tisch voll? Wenn, ja. Rausgeschnitten übrigens. Du bist süß. Ja, du okay, bist du auch, sagen, ne? Bis zur nächsten Folge. Ja, ich bin nicht. Bis zur nächsten Folge von Battlelog Theater. Nee, gib dem Giant mal lieber ein Like anstatt ein Dislike. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Aber 1000. Nee, 1000 hast du nicht verdient. Dafür ist dein Kanal nicht gut genug, finde ich. Aber ihr könnt ihm schon 900 da lassen. Das ist okay. Ja, okay. 900 Likes dann, ja? Gut. Dann läuft der Auto mit Pippi Max durch die Stadt. Nee. Tschüss, moin und geil.